Danke ich Ihnen. Und als nächstes dann von der SPD der Fabiano Schiff. Ah, nee, entschuldigen Sie. Von den Piraten, der Ben Eisenblätter. Das Wasser. So. Da stellen wir sie hier hin. Also, sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Stream auf der Tribüne. In NRW werden die Schülerinnen und Schüler durch ein überholtes Abitursystem vom Land NRW bevormundet, weshalb wir unter Regularien der E8 und einer Reform des KMK ein gesellschaftliches Abitur fordern. Viele Schülerinnen und Schüler im Land NRW würden mit diesem Abitur einen Vorteil für sich, für ihr späteres Leben sichern, da viele Studiengänge durch das gesellschaftswissenschaftliche Abitur vorbereitet und vereinfacht werden können. Darunter sind der Zweifel, der in den letzten Tagen entstanden ist, ruhte vor allem darauf, dass von der Fraktion zu meiner Rechten behauptet wurde, dass das gesellschaftswissenschaftliche Abitur kein Allgemeinwissen vorreichen könnte wie ein Abitur mit naturwissenschaftlichen oder sprachlichen Schwerpunkt. Im Allgemeinen sind wir daher für eine freie Wahl der Abiturfächer, weshalb unsere Forderung beinhaltet, dass Punkt 2 für uns nur eine Option ist, wenn der zweite gesellschaftswissenschaftliche Leistungskurs ersatzlos einen anderen Leistungskurs ersetzen könnte, was aber durch den Beschluss der KMK vom 7.7.1972 nicht möglich ist, weshalb diesbezüglich unserer Meinung nach eine Reform benötigt wird. Niedersachsen, welches das gesellschaftliche Abitur anbietet, hat vor kurzer Zeit eine Rückkehr zum G9 beschlossen, welche auch beinhaltet, dass in der Oberstufe weniger Prüfungen in den Abiturfächern geschrieben werden, da alleine im G8 der Leistungsanspruch nicht erfüllt werden konnte und somit auch die Mathe-Abschlussprüfung in Niedersachsen bis G8 ausläuft, vom Niveau heruntergesetzt wurde. Deswegen würde es in NRW das System auf die Weise nur weiter aufpumpen und die Schüler unter Druck setzen, wenn wir einen zusätzlichen LK wählen müssten. Weshalb wir grundsätzlich mit dem Antrag übereinstimmen, nur weil Punkt 2 der KMK-Beschluss uns ein Dorn im Auge darstellt. Danke. Gut.